Hallo! Heute geben wir euch einen Einblick in ein Produktvideodreh von Knossis Alge Coconut Shock. Coconut Shock! Und zwar sind wir auf die Idee gekommen, weil wir Seven vs. Wild geschaut haben. Wie viele von euch wahrscheinlich? Und keiner hätte sich wahrscheinlich gedacht, dass der Knossi alle 7 Tage durchhält. Und zu Ehren von Knossi haben wir, wie gesagt, ein Produktvideo gedreht. Ja, so sind wir auf die Idee gekommen. Doch wie bei jeder Videoproduktion braucht man zuerst einmal ein Konzept. Also, zuerst das Storyboard gezeichnet, dann geschaut, was für Equipment das wir brauchen, dann waren wir noch einkaufen, geschaut, was wir für Sachen das wir brauchen, wie Kokosnuss, Eiswürfel, Dekozeug und so weiter. Dann, wie ihr im ersten Shot sehen konntet, haben wir das Ganze mit dem Slider und mit dem Lowover Probe 24 mm Blende F14 dreht. Und ja, für das Teil braucht man halt eine Menge Licht, weil Blende 14 heißt, es kommt wenig Licht an den Sensor und dementsprechend hat es dann alles so ausgeschaut. Was macht das Objektiv so besonders? Also, es ist mal von da bis da wasserdicht. Das ist cool, um in Flüssigkeiten eintauchen zu können. Und es macht dann nichts, wenn ein paar Spritzer drauf kommen, wie von der Kokosmilch oder so. Weiters hat es eine sehr geringe Naheinstellgrenze. Das heißt, man kann bis, ich glaube, 1 cm oder unter 1 cm das Objekt vor das Objektiv geben und es ist noch immer scharf. Das ist halt echt cool bei dem Teil. Sobald das fertig war, war schon mal die erste Herausforderung, die Kokosnuss aufzubringen. Und so viele YouTube-Videos, wie man das öffnet, schaut es so einfach aus, aber es war nicht so einfach. Obwohl es schon vorgeritzt war, haben wir sie schwer da. Keine Ahnung, haben wir sie echt blöd angestellt. Und zwar haben wir dafür den Dolly benutzt, um immer die gleiche Fahrt hinzubekommen mit der Kokosnuss. Also die Kokosnusshälfte drauf platziert, Kokosmilch eingefüllt und dann durch Sliden hat man dann die Kokosnussmilch ausschütten können. Dann haben wir noch irgendeinen Hintergrund gebraucht. Einen tropischen Hintergrund findet man bei uns in Wien jetzt nicht wirklich so, vor allem nicht im Winter. Also haben wir einen 55 Zoll Fernseher verwendet. Und zwar haben wir da dann ein Video in Dauerschleife einblendet, wo Strand, Palmen, Meer und so zu sehen sind. Und das war dann unser Hintergrund für Coconut Shock. Einschränken und die weiteren Shots. Dann der sechste Punkt war ein sogenannter Top Shot. Und zwar haben wir eine Szenerie aufgebaut, wo die Kokosnusshälfte zu sehen ist, Eiswürfel und auf einem schönen Untergrund platziert. Und dann haben wir von oben die Eiswürfel und gleichzeitig Coconut Shock eingeleert und das Ganze schaut dann so aus. Nummer 7 war dann das Einschenken Close-Up. Um noch einmal so richtig Lust auf das geile Kokosnusslikör zu machen, haben wir mit unserem 85 mm Makro eine Aufnahme vom Stöpsel gemacht, wo dann das Kokosnusslikör so richtig in Slow-Mo cool eingeschenkt wird. Und die Nummer 8, mein Favorite Shot, der fliegende Stöpsel. Keine Ahnung, ich stehe auf den Shot so wild, weil es auch die meiste Arbeit beansprucht hat. Und zwar haben wir den Stöpsel auf einen Metallschaschlikspieß draufgeklebt und auf einen Drehteller platziert. Der Hintergrund war, glaube ich, grün. Ja, grün haben wir gehabt, dass wir schön ausmaskieren haben können mit dem Rotoscoping-Tool von After Effects. Ja, dann mit ein bisschen Keyframing und Nachbearbeitung. Natürlich muss der Stöpsel dann auch irgendwo landen und für das haben wir dann unseren Präsentationsshot am Schluss eingebaut, wo wir dann die Flasche schön präsentiert haben, mit der Kokosnuss, mit der ganzen Deko und mit dem schönen Hintergrundbild nochmal. Und ja, so schaut das Ganze dann zusammengeschnitten aus. It's time for the Coconut Shock! Das haut einfach rein. Um in Zukunft keine Videos hinter den Kulissen zu verpassen, abonniert gern unseren Kanal und wir sehen uns dann hoffentlich. Danke.